Hallo, auch hier wieder aus dem Sport- und Freizeittreff in Much. Ich bin Petra Terpe und lade euch jetzt zu einer schönen Entspannung an. Die könnt ihr auch gerne abends zum Einschlafen machen oder im Laufe des Tages für einen Break, wann immer es für euch eine gute Idee, eine gute Gelegenheit ist. Ja, wirklich mal tief zu entspannen und alles sein zu lassen. Ich lade dich dafür ein, einen für dich jetzt angenehmen Platz zu finden. Das kann auf deiner Yogamatte sein, das kann aber auch auf dem Sofa oder dem Bett sein, auf dem Boden, wo immer es jetzt für dich gut ist. Aber durchaus auch auf der grünen Wiese. Hilfreich ist jede Störung in diesen 15, 20 Minuten zu vermeiden und auch das Telefon auszuschalten. Einfach nur ganz persönliche Qualitätszeit in Ruhe und Entspannung. Mach sie also auf deiner dir gewählten Unterlage gemütlich. Nimm ausreichend Kissen unter deinen Kopf oder deine Knie, die Decken, die du möchtest, oder das Tuch, um zumindest eine kleine Hülle um dich zu haben, was es etwas gemütlicher macht. Und so lade ich dich dann ein, einfach mit all dem, was jetzt für dich jetzt ist, hier anzukommen. Anzukommen in diesem gegenwärtigen Moment, an deinem Platz, ganz für dich, in deinem So-Sein mehr und mehr anzukommen. Praktisch ist die Rückenlage, wenn für dich eine andere Position angenehmer ist, ist auch das fein. Körper in Kontakt zu kommen, wie du jetzt hier auf deiner Unterlage liegst, in dem Raum, in dem du dich befindest, dir nochmal vergegenwärtigen, sei es mit deinen Sinnen oder nochmal mit den Augen allein. Ah ja, hier bin ich jetzt. Und dann die Augen wieder sanft werden zu lassen. Und eine gute Möglichkeit, den Körper noch, jeden Körperteil noch mal ein bisschen zu aktivieren. Und so lade ich dich ein, deine Zehenspitzen anzuziehen, die Beine zu spannen und wieder zu. Nochmal die Zehenspitzen anziehen, die Beine spannen bis zum Gesäß hoch, alles anspannen, spannen, spannen, spannen und wieder lösen. Die Hände zu Fäusten zu ballen, die Ellenbogen zu beugen, die Arme ein bisschen anzuheben, Spannung aufbauen und wieder lösen. Schultern zu den Ohren und wieder weg. Finger weit von dir wegziehen. Und entspannt die Arme fallen lassen. Die Zehenspitzen nochmal nach innen und außen bewegen. Wenn du in der Rückenlage liegst, ist das natürlich am einfachsten. Und nach außen fallen lassen und lösen. Den Kopf anheben und das ganze Gesicht zu einer kleinen Rosine zusammenknautschen. Die ganzen Gesichtsmuskeln in Spannung bringen. Kopfhaut. Und den Kopf wieder ablegen, Gesichtsmuskulatur entspannen, die Gesichtszüge weich werden zu lassen, die Kopfhaut weit. Die Hände mit den Handflächen, Handinnenflächen zum Boden, fest die Arme in den Boden drücken,
ganzen Körper gegen den Boden pressen und entspannen. Und auf deine Art und Weise noch einmal alles anspannen, Zehenspitzen anspannen, Gesäß anspannen, die Arme in einer für dich angenehmen Form, Kopf anheben, Bauchmuskeln spannen, Oberkörper spannen, alles in Spannung bringen, halten, lösen und ausatmen, entspannen. Tiefe Atemzüge bieten sich jetzt ganz von selbst an und folge denen, wie auf einer Schaukel oder in einer Wiege. Atem kommt, Atem geht. Du magst dich mit deinem Geist, mit deiner Atmung verbinden, indem du dir sagst, einatmen, Raum für Neues, ausatmen, Altes loslassen. Atemräume in Kopf, Brust, Bauch und Beckenraum. Raum für Neues, Altes. Kiefergelenke lösen, Gesichtszüge werden weich. Denke dann von der Atmung aus und mit der Atmung zusammen, das Gewahrsein zur ganzen Rückseite deines Körpers, vom Kopf über Nacken, Rücken, Gesäß, Arme, Beine, Hände und Finger. Nimm wahr, wie sich vielleicht schon jetzt mit jedem Ausatmen die Rückseite sich mehr und mehr der Unterlage anvertraut, schwer wird und loslässt. Loslassen von Spannung und Haltekraft, die unnötig ist. Raum für neues Einatmen, frischer Sauerstoff. Ausatmen, alle alten und Gedanken und Gefühle und einatmen. Raum für neue Inspiration. Bleib mit dem Gewahrsein bei deiner Rückseite und beginne dir vorzustellen, wie du dich mit deinem Atem in die ganze Rückseite ausdehnst und entspannst. Die ganze Rückseite wird weit. Raum für neues, altes loslassen. Wandle dann weiter mit deinem Gewahrsein zu deiner Vorderseite. Das Gesicht, Hals, Brust, Bauch, Beckenraum, Arme, Beine, Hände. Stell dir vor, dich mit deinem Einatmen mit der ganzen Vorderseite auszudehnen. Raum für Neues, Altes loslassen. Genieße diese Weite und die Entspannung. Raum für frische Energie, ausatmen und loslassen, was schon längst verbraucht ist. Auch die Restluft von gestern und vorgestern. Dann mit deinem Gewahrsein zur rechten und linken Körperseite. Und stell dir vor, wie sich deine rechte und linke Körperseite ausdehnen. Vom Scheitel über den Rumpf, Arme, Hände, Finger, Beine und Füße. Zu beiden Seiten ausdehnen. Offenheit und Zuversicht in die Weite hinein. Entspannen in die Mitte, in die Ruhe der Mitte.
von der Mitte aus in alle Richtungen ausdehnen. Hinten, vorne, zu beiden Seiten, nach oben und unten. Raum für neue Zuversicht, frische Energie, neue Inspirationen. Und ausatmen ins Vertrauen und die Entspannung. Hineinschmelzen in alle Richtungen. Raum für Neues und Entspannung loslassen. Kopfhaut weit, Gesichtszüge geglättet. Stirn entspannt und weich. Augenlider und Lippen liegen sanft auf. Kiefergelenke gelöst und die Zunge entspannt im Mund. Atem entspannt. Nacken, Arme, Hände, Finger. Entspannt. Brust, Bauch und Beckenraum. Beine und Füße, ganzer Rücken in Entspannung. Jede Zelle des Körpers in Entspannung. Geist entspannt. Ausschwingen, bleib in dieser tiefen Entspannung. Nimm wahr den Boden, der dich trägt, ganz von selbst. Nimm wahr den Raum, der dich umgibt und schützt, ganz von selbst. Nimm wahr die Luft, die du atmest, die dich mit ihrem Sauerstoff erhält. Wenn du magst, öffne die